mir mal. Mir die Schenkel ein. Man sich da nicht so reibt. Muss ich mir jetzt auch meinen Schenkel einschenken oder was? Ganz? Ja, die Schenkel, da wo es dann reibt. Also die große Problematik mit mir und Gunnar ist, ne? Immer wenn ich mich langweile, habe ich vielleicht mal irgendeine lustige Idee. Normalerweise erzählt man so eine lustige Idee irgendjemandem und der sagt dann, nein, das ist eine total dumme Idee. Aber egal, was man Gunnar erzählt, Gunnar sagt doch, ja, machen wir! Ja! Also da gibt's so ein Ding, das nennt sich Mammutmarsch, da läuft man 100 Kilometer in 24 Stunden. Warum, fragen die meisten Leute, ist das für Charity? Nein. Ich muss aber ganz dazu sagen, ich habe total die kaputten Knie. Die tun mir jetzt schon weh. Ich habe auch kaputte Füße. Deshalb war ich auch nicht bei der Bundeswehr, weil ich so kaputte Füße habe. Das ist eine richtig dumme Idee, das zu machen. Überhaupt zu machen. So, also was haben wir eingekauft? Bananen, die sind ein bisschen schwer. Die essen wir vorweg. Klunchen kann man gut lutschen. Gibt sehr viel Energie. Altes ostfriesisches Mittel. Und hier alles Performance-Essen. Alles für Performance. Ja, und das ist unser Essen für die nächsten 26 Stunden. Für die nächsten 2 Stunden. Okay. Wir haben gerade gemerkt, dass das wenige, was man hier oben drauf sieht, unser komplettes Essen ist für 24 Stunden. Aber es gibt ja auch noch eine warme Suppe irgendwie abends. Das reicht nicht niemals. Ich finde es schon gut, dass wir das machen, aber das ist von vorne bis hinten eine saudumme Idee. Ja, und deswegen haben wir auch meinen Bruder auch gefragt, ob er mitkommt, dass der uns unterstützen kann. Tilo ist für mich so eine Wildcard. Man weiß nicht, ob er gleich in goldenen Leggings ankommt oder total vernünftig ist. Der heißeste Tag des Jahres bisher. Und wir gehen das erstmal 100 Kilometer laufen. Ist das alles, was ihr dabei habt? Hi! Hi! Was hast du denn mit? Ja, Nudeln und alles. Nudeln! Brauchen wir die nicht? Hast du Campingkocher mit? Nee. Kalt, dass ich die mit einem Gipfel. Wir haben viel zu wenig Essen dabei, glaube ich. Meine Lieblingstätigkeit ist Schlange stehen. Werden wir diese Beutel je wieder sehen? Das ist ein Cliffhanger. Ja, was passiert gleich, Luke? Jetzt gehen wir erstmal, die erste Gruppe geht da hin. Wir sind in der dritten Gruppe. Wir starten um 16 Uhr. Also wir braten hier noch ein bisschen. Ich gehe vorher noch mal auf Klo vielleicht. Und dann geht das los. Ich bin sehr zufrieden damit, dass wir nicht die Ersten sind, weil die Wegbeschreibungen sind so ein bisschen... Ich laufe lieber Leuten hinterher, ich bin Mitläufer eher. Ja, ich möchte nicht die Verantwortung haben, weil da rennen sowieso dann alle hinterher und dann biegst du einfach mal falsch ab und dann... Was dann? Wir sind jetzt 5 Minuten vom Start ungefähr. Ja. Ich bin mega motiviert, ich habe mega Bock jetzt. Auch wenn meine Knie jetzt schon sagen, was soll das? Nein! Der Gang zu Kaisers heute war schon schlimm genug. Warum müssen wir das jetzt machen? Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen Bock. Ja, 100 Kilometer liegen jetzt vor uns. Glaubst du, dass du es schaffst? Nee. Also wenn ich jetzt mal realistisch bin... Also machen wir noch einmal. Natürlich, oder? Ey, Kilometer 10 ist die 100 Kilometer des kleinen Mannes. So, also. Hier. Das ist nur groß. Hier sind wir jetzt. Wir laufen jetzt also erst nach rechts. Dann quasi so um den See rum. Zack,
geht einmal um den einen See und dann so um den anderen See rum. Der erste Streckenposten ist schon nach 16 Kilometern. 16 Uhr ist jetzt. Ja. Wir starten. Genau. Okay, Countdown. 7, 6, 5, 4. Boah, es sind keine 100 Kilometer mehr. Wir haben es geschafft, jetzt schon nicht mehr 100 Kilometer, die wir laufen müssen, und noch 99. Warum hat er denn so ein Stück Holz? Ein Stück Holz, ja. Hast du schon jemanden kennengelernt? Holger? Ingo? Tio? Timo? Tilo? Nee, aber wenn ich mich so umschaue, vielleicht später. Okay. Ist was dabei, ja? Ja. Ich habe auch schon ein paar Leute entdeckt, die ich gerne kennenlernen würde. Der Mann mit dem Stock. Ja, warum hat er diesen Stock? Ja, wir sind 2 Stunden gelaufen, körperlich, also ich kann ja schon mal sagen, bei mir ist es das Knie jetzt gerade und der 4. Zeh am linken Fuß. Was ist damit? Da spüre ich was. Was bei dir? Probleme? Probleme? Knie sind gut. Ibo wirkt, die Fußballen brennen ein bisschen. Ein Glück hast du sie eingecremt. Ich habe sie eingecremt, aber ich glaube, bald muss ich auch ein Pflaster drauf machen, so vorsorgemäßig. Ja, bei mir ist auch das Knie, das rechte, ist ein bisschen, macht ein bisschen Schmerzen. Aber das ist auch so abschüssig hier. Es geht aber auch noch. Und ja, unter den Füßen natürlich machen sich langsam die ersten Blasen ordentlich voll mit Wässerchen, ne? Ja. Ja, wir melden uns dann wieder in der nächsten Stunde oder wenn irgendwas Krasses passiert, ja, ne? Wuhu! Könnt ihr die Brennnesseln hier schubsen? Nee, bitte nicht. In der Badeanstalt Müggelsee und kommen zur ersten Station. Aber wir laufen gleich weiter, oder? Aber wir gehen direkt mit. Wir laufen gleich weiter? Was haben wir denn gerade eben gegessen? Oh, wir haben gespeist, du! Oh Gott, war das lecker! Es gab Milchbrötchen. Eine Handvoll Salzstangen. Oh. Aber leckere. Und eine leckere Banane. Und noch ein Schoko, nee, ein Müsli-Riegel. Aber keinen Corny. Also vom Feinsten, aber seltsamerweise hat das sehr gut funktioniert. Hochmotiviert bin ich jetzt wieder. Und wie weit ist jetzt zur nächsten Station? Jetzt nur noch 28 Kilometer. 26. Wie viele Kilometer? Ja, nur noch 28. Was? 16 und nochmal 8 mehr. Das ist quasi gerade abgebogen. Hier. Und haben jetzt damit 25 Kilometer geschafft. 25? Mhm, also ein Viertel. Mir tut alles weh. Nach wie vor, ne, muss ich an den Marsch von den Hobbits mit den Orks denken. Die da so mitgeschleift werden. Und dann so, ich meine, wir kommen jetzt gerade raus. Oh, jetzt kommen wir da so schön raus. Ja, ja. Wie schön. Wie auch alle hintereinander, wie bei den Hobbits. Ja, das ist ja geil hier. Das ist ja schön hier, oder? Ja. Die kleine Brücke mit den Brennnesseln überall. Oh, dunkler. Ich freue mich einfach auf die nächsten Ibus. Ich freue mich so auf die nächsten Ibuprofen. Das glaubst du gar nicht. Ich hoffe, die knallen richtig rein. Es ist schon bald wieder soweit.
Bald gibt es wieder Ibuprofen für uns. Also, ab wie viele Stunden ist es jetzt? Im Viertel vor. Ist das, ach so. Ist das um Viertel vor gibt es wieder Ibuprofen. Andere Welt. Abenteuer. Oh. Abenteuer? Wieso ist denn jetzt plötzlich wieder so hell? Ach so, weil wir eh nicht wieder im Wald sind. Bist du da noch? Ich bin hier. Oh, schön. Ich bin noch da. Ich werde doch langsam wahnsinnig. Ja, ich spüre es auch. Es gefällt mir. Ja. Leiser Wahnsinn. Oh, das wird langsam dunkel. Ja, also ich kann die Karten nicht mehr lesen. Ich bin ein bisschen sauer. Ich wäre gerade gerne eine Beefy holen gegangen. Ja. Hätte mir 5 Minuten mit verloren. Und Gunnar sagt, nein, wir müssen weiter. Halt ich glaube, das war der größte Fehler, den wir bisher gemacht haben. Offener Rewe-Laden, kurze Dito, 5 Minuten, hätten wir jetzt alle eine schöne Beefy gehabt. Die hätten wir echt gut gebrauchen können. Nee, wir warten ja darauf, dass wir in 2 Stunden Essen kriegen. Und zwar die scheiß Nudeln von ihm da. Aber jetzt gibt's doch Ibuprofen. Ja, aber das wird man doch nicht, das ist doch auf nüchternen Magen gar nicht gut. Ich habe auf den nüchternen Magen, du hast doch auch gerade was gegessen. Ja, diesen einen Müsli-Riegel. Okay, weiter geht's. Wo laufen wir lang? An der Ecke, sag ich mir. Aua. Nur Bier und Wodka, aua. Wo ist denn der scheiß Imbiss? Okay, wie geht's dir jetzt kurz vor 12? Ich sag mal so, weil ich ja keine Beefy gekriegt habe, habe ich dann diesen Pommes-Döner gegessen. Und das war nicht so schlau. Das ist jetzt, also ich habe ein bisschen Magenschmerzen. Gleich gibt es wieder Bananen, Müsli, Wasser, ist noch Milchbrötchen. Und vielleicht setzen wir uns kurz hin, oder? Super krass. 44 Kilometer. Au! Au! Alles okay? Oh, jetzt, da läuft gerade eben wieder Blut in meine Füße zurück oder so. Das ist die Pollenplätzchen. Oh, Dino macht den Prosecco auf. Der stürzt mir erstmal drauf an. Oh, guck mal, der ist mit Zucker mit knallen lassen. Kleinen Prosecco, ne? Du musst die Feste so feiern, wie sie kommen. 44 Kilometer. Gibt's Kaffee, unsere ersten Beutel. Was war in deinem Beutel, Überraschungsbeutel drin? Prosecco? Prosecco war im Überraschungsbeutel. Und was noch? Eine geile Apfelschorle, ja, Fritz. Meine ist auch ganz geil. Ja, okay. Da warten auch einige Highlights, die Bananenschatzschuke. Okay, alles klar. Ja. Ciao. Uke, wie geht's dir denn? Das Ding ist, bevor ich mich hingesetzt habe, war es eigentlich, ging so. Jetzt kann ich kaum noch laufen. Ja, diese Pause war schlimm. Was ist denn jetzt los? Ey, es tun mir die Füße so weh. Vielleicht, wenn man wieder losläuft, ne? Wie geht's dir? Ich fahre die ganze Zeit dafür, dass wir einfach durchlaufen. Das stimmt doch nicht. Doch. Wirklich? Die nächste Station ist nur 14 Kilometer entfernt. 14 Kilometer nur? Ja, wir laufen mal weiter, aber gucken, wie es weitergeht. Aber es sieht gerade ein bisschen... Sieht nicht gut aus. Es sieht gerade nicht so gut aus, es tut wirklich alles weh. Mir auch. Dir auch? Ja, mir tut auch alles. Knie tun mir weh, Füße, Blasen. Jetzt ist echt das Problem, die Blasen sind das Problem. Die taten vorher überhaupt nicht weh. Nee, die haben jetzt Zeit gehabt, sich zu entfalten. Ja, wir melden uns wieder, ne? Wir gehen mal weiter. Ja. Ah! Ich kann nicht mehr. Ihr seid raus, oder? Ich bin bei Kilometer 50 sind wir. Uke, warte doch mal. Ich kann nicht so schnell laufen mehr. Mir ist doch irgendwas... Das ist mit meinen Sehnen nicht in Ordnung. Was ist mit dir denn? Läufst du noch weiter? Ich würde noch ein bisschen weiter laufen, glaube ich. Wirklich? Ja. Okay. Du schaffst es, Thilo. Du schaffst es. Wir glauben an dich. Du bist jetzt so völlig alleine. Es tut mir leid. Ja, okay. Es tut mir leid.
Ja, es ist okay. Es ist okay. Ich schaff's. Tu es. Wir wünschen dir das Beste. Nur das Beste. Ich wünsche euch vielen Dank für das Heft. Bitte, pass auf das Heft auf. Tschüss, Tio. Es war sehr schön mit dir. Tschüss. Wir schaffen es leider nicht. Bis zum nächsten Jahr, ne? Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ihr wart ein gutes Team. Ihr seid ein gutes Team. Wir schaffen es nächstes Jahr besser. Viel Erfolg! Tschüss! Jetzt gehen wir in die S-Bahn, oder was? Ich kann gar nicht mehr laufen. Und wer hätte das gedacht, dass ich der bin, der am ehesten schlapp macht? Ich bin echt da, bei mir geht's eigentlich ziemlich gut wieder. Sag das doch nicht so. Es ist nur eben diese Bauchschmerzen. Und meine Sehnen, ey. Wenn ihr mich nur hättet die Beefy essen lassen. Nee. Nein, kurz zum Kiosk, ne? Ja. Hör doch nicht auf. Ich habe auch kein Ticket jetzt. Aber ich kann nicht mehr zu mir fahren. Ich kann dich ja nicht alleine fahren lassen. Nee, ich will mit dir zu Hause, zu dir nach Hause. Ja. Aua. Ich komm noch. Wo ist die Herausforderung? Die Treppe in den vierten Stock. Diese Riesenblase. Sie ist echt sehr krass. So, das war's vom Mammutmarsch von Ukonmir. Es war sehr schön. Würdest du das empfehlen? Ja, sollte jeder mal gemacht haben. Es macht sehr viel Spaß. Auch immer ruhig 100 Kilometer laufen. Ja, 100 Kilometer auf jeden Fall. Und gönnt euch auch ruhig was beim Imbiss. Ihr habt es euch verdient. Tschüss. Au. Wie geht's dir, Gunnar? Ob ich dir empfehlen würde, an einem 100-Kilometer-Marsch teilzunehmen? Wenn du fit bist, gut zu Fuß und eine Herausforderung suchst, die dein Leben für immer verändern sollte, dann würde ich dir sagen, bist du bescheuert? Mach das auf keinen Fall, das ist viel zu krass.